So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review und wir waren mal wieder im Kino zu Terminator 6 Dark Fate und ich habe schon die Vermutung gehabt, du wirst da wieder auf die Nase fallen, kleiner Ramses, weil auf dem Plakat ganz groß Arnold Schwarzenegger drauf, in dem Trailer ganz groß Arnold Schwarzenegger drin und im Endeffekt, beim Film läuft es dann so ab, die Sarah, die Kleine, kommt da an, in die Waldhütte, klopft an die Tür, der Arnold macht die Tür auf und dann macht er die Tür wieder zu und das war's, mehr sieht man bestimmt überhaupt nicht vom Arnold, aber war im Endeffekt nicht so, muss ich sagen, war ich positiv überrascht, denn nicht überall, wo Arnold draufsteht, ist auch Arnold drin. Wer den Film Escape Plan 2 kennt, also erstmal kennt ihr Escape Plan mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone im Gefängnis. Richtig genialer Film. Und dann gab es irgendwann Escape Plan 2. Habe ich mal gesehen auf Blu-ray. Habe gedacht, was? Da ist schon wieder Sylvester Stallone außen drauf. Richtig groß, richtig fett, 50 Cent, irgendwas. Hat er überhaupt mitgespielt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall irgendjemand Bekanntes noch dabei. Und dann lese ich mir so die Kritiken von dem Film durch und denke, was, warum ist der so schlecht bewertet? Und das war so eine billige koreanische B-Movie-Produktion, dass in dem ganzen Film wirklich nur 5 Minuten Sylvester Stallone zu sehen war, aber riesengroß auf dem Cover und schon als zweiter Teil angepriesen. Also da muss man wirklich aufpassen. Bei Terminator 6 Dark Fate war es aber nicht so. Also Arnold-Fans kamen da wieder mal auf ihre Kosten. Auch die Fans des zweiten Teils natürlich und Sarah Connor-Fans kamen auf ihre Kosten. Action-Fans kamen auf ihre Kosten. Fans des leichten Humors kamen auf ihre Kosten. Was will man noch sagen? Keine Ahnung. Ist irgendwie sowieso verwirrend. Ihr wisst ja, bei Terminator 2 ging es ja darum, da war ein kleiner Junge, also ein männlicher Junge, es gibt nämlich keine weiblichen Jungen, ein männlicher Junge kam, sah und siegte, nein, war einfach da und wurde beschützt von einem männlichen Terminator, während ein anderer männlicher Terminator den gejagt hat. Jetzt war es aber so, ein kleines Mädchen war einfach da, wurde beschützt von einer weiblichen Terminatrix, beziehungsweise einer Kombination aus Mensch und Terminator, ein modifizierter Mensch, wie sie es auch selber gesagt hat. Und die wiederum wurde dann noch unterstützt und von einer weiteren Dame, also diesmal Frauenpower bei Terminator 6, da muss man das 6 wahrscheinlich mit X schreiben, um das zu verstehen. Auf jeden Fall habe ich mich gewundert, denn der Film ging schon richtig genial los. Am Anfang habe ich mich zwar in der Anfangsszene gewundert, was, Arnie ist wieder da, ist irgendwie wieder jung und sexy und John Connor sieht man auch und Sarah Connor. Das habe ich dann nicht verstanden, weil ich dachte, aber eigentlich ist doch der Arnold bei Terminator 2 mit dem Daumen in der Lava verschwunden, ist eingeschmolzen, war dann weg und die Erde war gerettet. Aber irgendwie ist der Arnold trotzdem wieder da gewesen und hat alles kaputt gemacht und hat sich dann verpisst. In seinen jungen Jahren muss wahrscheinlich wieder ein anderer gewesen sein, wieder ein anderer Terminator, der sich als Arnold ausgegeben hat. Das aber im Prinzip bevor der Film wirklich losging, denn dann ging der Film los. Eine nackte Frau kam auf die Erde, ein nackter Mann kam auf die Erde, der super sympathisch war auf jeden Fall. Alles in Mexiko abgespielt, alle immer mit Untertiteln und gesprochen haben, na, Señorita, na? Und dann hat er schon die Kleidung von ihr angehabt. Also richtig cool, den Schauspieler habe ich noch nie gesehen, noch nie gekannt, aber hat die Rolle auch wieder mal gut gespielt, war als Bösewicht sehr überzeugend und auch die weibliche Hauptdarstellerin, die diese modifizierte Version eines menschlichen Terminators irgendwie dargestellt hat, auch gut anzusehen, weil die eben nicht so übermenschlich war. Nicht eben wie die anderen Terminator-Filme, sie trotzdem auch ihre Schwächen hatte, mit sich zu kämpfen hatte, ja auch immer mal geholfen werden musste. Eben wie im ersten Teil von Terminator, wo der Gute ja auch nur ein gewöhnlicher Mensch war und eben verletzlich und das eben noch horrormäßiger und spannender war, weil der keine Superkräfte hatte. Sie hatte jetzt in dem Sinne übermenschliche Kräfte, ist aber trotzdem noch menschlich gewesen. Das war eben ein gutes Schauspiel da anzusehen, dieser Überlebenskampf und es ging nach kurzer Zeit richtig los. Ihr seid da reingekommen in den Film und es ging schon gleich mitten am Anfang los, so viel Action auf einmal und wie das aufgebaut war, diese Kamerafahrten, diese Dramatik, diese Zeitlupen, wo du wirklich denkst, was, der ist schon da und der ist schon in der Fabrikhalle gleich am Anfang, so ein Showdown und jetzt ist es zu spät und dann
bam, kommt sie, rettet da das Mädchen, zieht die da raus und dann ging das los. So viel Action schon am Anfang, so viel Kampfszenen, so gut choreografiert, sage ich mal. Und dann ging die Verfolgungsjagd los. Bei Terminator 3, weiß ich noch, hat mir besonders gut das gefallen, wo die durch die Stadt geflüchtet sind und die mit diesem Kranwagen dann hinterhergefahren ist. Das fand ich richtig genial, wie die immer durch die Gebäude durchgeflogen sind. Das hat mich so ähnlich jetzt daran erinnert, als der Böse mit diesem Schaufelbagger durch die Gegend gefahren ist oder mit diesem großen, dimensionalen, bösen, monströsen Auto hinterher. Hat die verfolgt, da gab es satte Action gleich am Anfang und Sarah Connors Auftritt natürlich. Alle Fanherzen haben höher geschlagen, das war richtig genial. Dann wurde ein bisschen Fahrt rausgenommen natürlich, dann ging es so in den Mittelteil über, wie die versucht haben erstmal zu erklären, wer ist denn wer, warum ist das denn so, wie es ist. Dann gab es auch wieder ein bisschen Dramatik dabei, dann gab es ein bisschen Witz, dann hin und her. Dann wollten die fliehen, dann gab es wieder Action, dann ist wieder sonst was passiert. Die sind also ihren den ganzen Film über eigentlich immer nur auf der Flucht gewesen und der Gegner einfach so extrem übermenschlich dargestellt, dass man wusste, egal was man macht, er kommt eh wieder davon. Wir können den nicht besiegen, wir können den nicht töten, wir können den nicht umbringen. Und deswegen war immer, man war so voller Spannung dabei, fand ich. Wie geht's jetzt weiter? Was wollen die jetzt denn noch machen? Wo ist der Ausweg? Haben sich dann auch gerettet, haben dann also auch den T-800 wieder getroffen, nachdem sie sich nochmal befreit haben irgendwo. Der T-800 ist wieder aufgetaucht und das war eigentlich ein richtig genialer Moment im Film, muss ich sagen, wie der im Prinzip dann gesagt hat, er ist jetzt menschlich geworden und er hat sich so niedergelassen mit seiner Frau und seinem Sohn. Bis jetzt frage ich mich zwar immer noch, wenn das ja eigentlich ein Roboter ist, ein Cyborg, wenn das ein metallisches Skelett ist mit ein bisschen Hautüberzug, wie, gottverdammt, hat er es geschafft, ein Kind zu zeugen? Der hat doch gar keinen in sich drin, womit dann und wie hat er mit der... Das sind Fragen, da muss man vielleicht jetzt nicht jedes Detail hinterfragen bei dem Film. Trotzdem war das lustig anzusehen, schon alleine der Name Karl. Und Karl hat in Gardinen gemacht, also hat so einen Gardinenhandel gehabt, Gardinengeschäft. Und da war so ein trockener Humor dann auch dabei. Die Familie wusste ja natürlich nicht, dass er ein Terminator ist. Diese Gespräche, die es dann gab zwischen dem Mädchen, zwischen Sarah Connor, zwischen dem Karl, also dem Arnold Schwarzenegger, das war lustig anzusehen. Das hat mir einfach sehr gut gefallen und man hat gemerkt, Arnie ist back, der trumpft hier nochmal auf, denn der hat dann natürlich geholfen, gegen den bösen Terminator anzutreten, anzukämpfen und ich habe wirklich in so vielen Momenten im Film gedacht, okay, das war's, jetzt ist er tot, jetzt ist er endgültig weg, der Arnold, oh mein Gott, aber nein, im ersten Moment, wo ich dachte, das war jetzt sein Abschied, jetzt ist er raus, jetzt hat er seinen Heldentod gestorben, kam er einfach zurück, ne? Um ihn nochmal zu sterben, den Heldentod. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, der Arme, jetzt haben sie ihn aber erwischt. Aber wieder nicht, denn er kam sogar nochmal zurück. Ein drittes Mal, wirklich ganz unverhofft. Und ich dachte, ja, endlich, Arnold. Und dann ist er so bestialisch zugrunde gegangen. Nur um nochmal wiederzukommen, also das war wie die unendliche Geschichte, fand ich aber genial, der war einfach trotzdem nicht tot zu kriegen, war auch richtig stark, obwohl er eigentlich schon so ein altes Modell war, aber hat dann nochmal seine Paraderolle gezeigt, ist nochmal da in Glanz aufgetreten, Ende trotzdem irgendwie traurig, viele Tote, sonst was, viele geliebte Charaktere, an die man sich in der Story, in der Handlung gewöhnt hat, die man ins Herz geschlossen hat, waren dann eben nicht mehr da, mussten ihr Leben opfern. Trotzdem war das am Ende nochmal ein richtiges Science-Fiction-Action-Spezial-Feuerwerk. Und auch wenn erst hieß, dass die Animation dieses animierte da von diesem Terminator, der sich immer selbst regeneriert, dass das nicht so gut aussieht, fand ich eigentlich, hat das im Film überhaupt nicht gestört, weil das so fließend immer übereinander ging, dass das gut gewirkt hat, wenn er wirklich immer geboxt wurde, angeschossen wurde, wie sein Körper sofort das angenommen hat, zersplittert wurde, sich wieder zusammengefügt hat. Erinnert natürlich alles etwas an den Flüssigmetall-Terminator von Terminator 2. Aber dadurch, dass er so schwarz war, hat man gedacht eigentlich die ganze Zeit, er besteht aus Lakritze. Das ist natürlich auch sehr lustig, der Lakritze-Terminator, jetzt neu Dark Fate, Dark Lakritz-Geschmack, wunderbar. Auf jeden Fall hat mir der Film eigentlich sehr gut gefallen. Ich muss sagen, ich war gefesselter als bei Rambo 5.
Weil da, fand ich, war die Action wirklich spärlich gesät, gerade am Ende. Die ganze Zeit hat man gewartet, dass was passiert, und als dann was passiert war, ging es zack, zack und vorbei. Bei Terminator 6 eben nicht so, da wurde am Anfang was geboten, da wurde in der Mitte was geboten, da wurde am Ende nochmal richtig was geboten. Zwischendurch Story, zwischendurch Handlung, zwischendurch Charaktere, zwischendurch Witz. Also das wieder gar nicht zu vergleichen, trotzdem diese zwei Action-Ikonen, Arnold und Sylvester Stallone, John Rambo, wisst ihr Bescheid. Da hat mir der Terminator 6 Film auf jeden Fall besser gefallen als der Rambo 5 Film. Trotzdem würde ich mir beide natürlich für die Sammlung zulegen. Und wer den Terminator 6 noch nicht gesehen hat, kann ich euch empfehlen, geht mal ins Kino, gebt euch das mal, denn das ist wirklich ein sehr wuchtiger Film geworden. Da habe ich auch Bock gehabt, mir einfach die anderen 5 Teile nochmal anzugucken. Ich kann mich nämlich kaum noch an den letzten erinnern. Der vierte, den fand ich, glaube ich, nicht so krass, weil der auch ohne Arnold Schwarzenegger war und weil das alles so extrem in diesem Zukunftsdasein gespielt hat. Aber die anderen Teile alles so, die waren genial, die ziehe ich mir nochmal rein. Auch den vierten, vor allem den fünften und den natürlich mal einen richtigen Terminator abmachen. Und ja, da würde ich sagen, wenn ihr den Film gesehen habt, schreibt mal eure Meinung unten rein. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, werdet ihr das noch machen oder nicht? Ist das nichts für euch? Was werdet ihr in nächster Zeit vielleicht im Kino verfolgen? Was interessiert euch noch? Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, the peace out, vorhaut, euer Ramses.